Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es wieder ein Hörspiel. Es ist wieder Kakerlakenparty-Zeit. Heute ist Samstag, das heißt, ihr bekommt die komplette Zusammenfassung aus der vergangenen Woche, zusammengefasst ohne meine Kommentare. Ich wünsche euch viel Spaß bei unserem Hörspiel Kakerlakenparty. Ah? Schönen guten Tag, Herr Steiner. Charlotte Janke ist am Leitung von FMSA. An der Leitung. Der Sicherheitsabteilung. Wie bitte? Wir meinen an der Leitung. Sprechen Sie Deutsch? Ja, versuche ich Ihnen gerade ja beizubringen. Also, lassen Sie mich erklären. Nee, lassen, nicht gelassen. Lassen. Wie bitte? Das heißt lassen, nicht gelassen. Können Sie mich lassen zum Erklären? Ich möchte was erklären, ja? Ja, aber zum Erklären ist auch falsch. Tag, ich heiße Jack Pferd. Ich bin Jack Pferd. Ich bin ganz schlecht zu sprechen. Sie sind ganz schlecht zu verstehen. Also, warte ich hier. Könnt ihr mich jetzt besser? Nee, Sie sind sehr leise. Sehr leise? Ja, jetzt geht's. Also, mich jetzt besser? Nee, jetzt ist schon wieder leise. Okay, aber haben Sie gerade Zeit zum Sprechen? Es geht um Finanzmarkt. Ja, wenn ich Sie verstehe, dann ja. Verstehen Sie mich gerade? Ja, schlecht. Okay, könnt ihr mich jetzt besser? Nee. Noch nicht. Sie sind sehr leise. Sehr leise? Ja. Guten Tag, spreche mit Herrn Steiner. Ich bin Apparat. Mein Name ist Tomasina Steiner. Apparat? Tut mir leid. Wie bitte? Apparat? Tomasin. Achso. Ich rufe Sie von Finanzkapital FX Firma wegen einer Meldung, Sie haben gemacht. Aha. Ein paar Monate früher über Online Trading. Aha. Das stimmt, oder? Weiß ich nicht. Wie bitte? Weiß ich nicht. Wissen Sie nicht? Ja. Haben Sie nicht gemacht, die Anmeldung da? Ja, weiß ich nicht. Ah, okay, es tut mir leid, Herr Steiner. Ja. Sie machen ein bisschen Spaß. Nee. Ich habe keine Zeit. Ja. Schönen Tag noch. Winke, winke, stinke, stinke. Wie bitte? Winke, winke, stinke, stinke. Tschüss. Auf Wiedersehen, mein Teddybärchen. Ja, guten Tag. Hallo? Schönen guten Tag, Lea Holmis, Apparat vom Rückerstattungsagentur melde ich mich. Wie ich im System sehe, einmal haben Sie schon versucht, online Geld zu verdienen und jetzt können Sie es nicht mehr auszahlen lassen. Nee. Haben Sie es alleine gemacht oder mit einem Broker? Mit einem Stuhl. Stuhl? Hm? Yeah. Ja, wieso? Ja. Guten Tag. Guten Tag. Herr Lipp? Ja, ich bin am Apparat. Hier ist Elisabeth Millen, grüß Gott. Ja, was ist denn, was ist denn so lustig? Was ist denn lustig? Ich bin Elisabeth Millen. Ich kann Sie kaum verstehen, Sie sind sehr leise. Also, mein Name ist Elisabeth Millen. Ja, was möchten Sie? Was denn? Wollen Sie mich verarschen? Nein, nur Ihre Stimme ist einfach komisch. Aber was ist mit Ihnen nicht richtig? Sie rufen bei mir an und beleidigen mich. Nein, aber Sie sprechen so wie... Da haben Sie irgendwie einen Lattenschuss oder was? Das ist beleidigend, was Sie machen. Nein. Das ist gar kein Beleidigung. Natürlich ist das beleidigend. Nein. Ich rufe doch bei Ihnen auch nicht an und beleidige Sie einfach nur, weil Ihre Stimme scheiße ist. Nein, ich habe das nicht gesagt, dass Ihre Stimme scheiße ist. Ja, spielt ja keine Rolle. Sie haben sich darüber lustig gemacht. Aber das ist Ihr Stimme. Ja, sowas gehört sich aber nicht. Ja, das weiß ich, aber warum... Ja, und warum machen Sie denn sowas? Haben Sie irgendwie einen kompletten Lattenschuss oder was? Warum sprechen Sie? Sie sind ja mal voll scheiße. Warum sprechen Sie? Ja, das geht Sie doch überhaupt nicht an, warum ich Sie spreche. Okay, alles klar, dann. Heute rufe ich Ihnen an. Ja, das interessiert mich nicht mehr, warum Sie anrufen. Über das Geld, das Sie verloren haben. Ja, schön. Ich habe nichts verloren.
Gott. Sind Sie ledig oder sind Sie heiratet? Das geht Sie überhaupt nichts an. Weil ich freue mich so viel, wenn Sie meinen Mann bekommen. Haben Sie irgendwie einen Lattenschuss? Oh Gott. Das habe ich also mit Ihnen scheint irgendwas nicht zu stimmen. Also, nehmen Sie das nicht schlecht. Ich will Ihnen nicht beleidigen. Ja, machen Sie aber. Aber ich kann das nicht kontrollieren. Es tut mir sehr leid. Ist ja unerhört, was Sie machen. Ja, also, so, haben Sie gar kein Geld mit Online-Investitionen verloren, oder? Nee. Okay. Und, weil normalerweise, ich habe heute eine Anfrage auf Ihren Namen bekommen, wo steht, dass Sie mit Online-Investitionen Geld verloren haben. Habe ich aber nicht. Okay, soll ich Ihnen fragen, warum haben Sie diese Anfrage gemacht dann? Ja, habe ich doch gar nicht. Okay, alles klar dann. Bitteschön. Ich grüße Sie, Herr Knusperig, Leo Meier ist am Apparat. Aha. Herr Knusperig, ich melde mich von Handelsplattform. Toll. Ich habe gesehen, dass Sie Interesse geäußert haben. Ist das richtig? Wo haben Sie das denn gesehen? Sie haben unsere Werbung gesehen und da haben Sie Ihre Daten eingegeben. Aha. So, Bitcoin make money. Ist das richtig? Weiß ich nicht, kenne ich nicht. Okay. Herr Knusperig, ich bin da, also ich bin... Ich höre meine Stimme zurück. Ja. Bin ich am Lautsprecher, oder? Natürlich. Also. Okay. Wie kann ich denn behilflich sein? Okay. Aha. Und nun? Was machen wir jetzt Schönes? Hallo, guten Tag, Herr Osmanek. Anna Wolf ist am Apparat von M-Service Management. Ist ja entzückend. Herr Osmanek, ich sehe, Sie sind registriert an unserer Webseite. Sie wollten auf dem Finanzmarkt handeln, ja? Wollte ich das, ja. Herr Osmanek, haben Sie schon Erfahrung? Haben Sie schon mal online gehandelt? Nee. Okay, das ist überhaupt gar kein Problem. Das dachte ich nicht. Weil es wird automatisch auf dem Finanzmarkt gehandelt, ja? Mit Autotrader. Toll. Herr Osmanek, es wird mit verschiedenen Vermögenswerten gehandelt, zum Beispiel mit Rohstoffe, Indizes, Aktien. Aha. Und welche wird in diesem Moment aktuell, damit wird für Sie Positionen geöffnet? War das eine Frage? Nein, ich werde Ihnen zuerst alles erklären, wie das alles funktioniert und dann werden Sie sich entscheiden, wollen Sie das oder nicht. Ach so, ja. Startkapital ist nur 200 Euro, womit werden Sie erste Schritte auf dem Finanzmarkt machen. Und damit werden Sie zuerst alles probieren, wie das alles funktioniert, ja? Oh, guck mal, jetzt ist mir mein Kaki einfach runtergefallen. Mein Gott. Ja, einfach Kaki runtergefallen. Guten Tag. Ja. Wie geht es Ihnen? Gut. Super, freut mich. Ich bin Emily von der Firma MetaTrader. Es geht um eine Arbeit im Internet. Emily Brune? Wir sind Finanz- Wer bitte? Emily Brune? Nein. Nee. Emily. Nur Emily, ja. Okay. Von Firma MetaTrader. Wie habe ich gesagt, es geht um eine Arbeit im Internet. Insgesamt am Finanzmarkt. Aha. Wissen Sie etwas über Finanzmarkt oder Onlinehandeln? Ja, da können Sie mir doch gar nichts sagen. Wie bitte? Da können Sie mir doch gar nichts sagen. Was meinen Sie? Na, über den Finanzmarkt. Haben Sie keine Erfahrung? Na doch, aber Sie können mir doch darüber überhaupt gar nichts erzählen. Was meinen Sie, dass ich gar nichts erzählen? Naja, Sie sind doch so eine Lügnerin. Noch mal bitte? Sie sind eine Lügnerin. Warum denn, sind Sie da? Ja, weil Sie gar nicht von der Firma MetaTrader 5 anrufen. MetaTrader 5 ist keine Firma. Das ist ein Programm. Ja, und dann arbeiten Sie schon mit MetaTrader? Nee, aber Sie haben mich angelogen. Okay, dann...
Wen hab ich denn am Apparat? Hallo, hallo, hallo. Wer ist denn da? Ist keiner dran, dann lese ich wohl auf. Tschüssikowski. Or? Ja. Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Sana Flores. Wie geht es Ihnen zu Alles gut? Entzückend. Nochmal bitte? Entzückend. Hallo? Ja, hallo. Hören Sie mich? Ja, natürlich. Ja? Ja. Okay. Ja. So. Ich melde mich von der Firma Investing Academy von der Deutschen Börse und ich möchte mit Ihnen zuerst nur ein paar Informationen zu teilen. So, es geht um Online-Handel, Online-Trading. Haben Sie bis jetzt gehört oder eine Erfahrung gehabt? Hallo? Ja, hallo, guten Tag. Haben Sie mir bis jetzt gehört und verstanden oder nicht? Ein bisschen, ja. Okay, ich habe gefragt, sind Sie bis jetzt eine Erfahrung? Ja, ein... Was? Hallo? Guten Tag. Ja, guten Tag. Herr Braterhund? Ja. Wie geht es Ihnen? Entzückend. Wer bitte? Entzückend. Wissen Sie, warum rufe ich Sie an? Nee, woher denn? Woher soll ich denn das wissen? ich kann mir vorstellen, ich bin Emily von der Firma MetaTrader. Es geht um eine Arbeit im Internet am Finanzmarkt. Sie haben bei uns angemeldet. Haben Sie schon die Erfahrung am Finanzmarkt oder im Onlinehandel? Nee. Haben Sie etwas gelesen? Haben Sie keine, ja? Ja, keine. Aber Sie haben etwas gelesen oder gehört? Nee, nein. Okay, dann wie haben Sie Ihre Kontaktdaten bei uns angemeldet? Keine Ahnung. Müssen Sie mir doch sagen können. Leider, ich kann Sie das nicht sagen. Ich weiß noch, dass Sie haben bei uns angemeldet und das ist alles. Ah, okay, also... Gehen Sie davon aus, dass sich die Person angemeldet hat und dann rufen Sie einfach mal illegalerweise durch. Egal, ob Sie jetzt ein Opt-in haben oder nicht, wenn ich das richtig verstanden habt. Okay. Ja. Ja, hallo. Hallo, Herr Lipp. Mein Name ist Michael Ferrari, also GTX Capital. Aha. Sie haben sich für Bitcoin interessiert, richtig? Weiß ich nicht. Wann denn? Also, Sie haben eine Anmeldung 31, einen Moment bitte. Sie haben eine Anmeldung acht Tage gemacht. Erinnern Sie sich daran? Nö. Nö, also okay, gut, da haben Sie schon einige Erfahrung auf dem Finanzmarkt oder Aktienbereich? Nee. Nee, also, okay, gut, dann informiere ich Sie, wie Sie bei uns das Geld gewinnen können, wie es alles läuft und so weiter und so fort, okay? Also, haben Sie bei uns handelt man mit einem automatischen Handelsprogramm, mit einem Bot, verstehen Sie, ja? Mit einem Bot? Ja, mit diesem Bot kann man garantiert von 10-50% pro Monat bekommen. Soll ich doch Boote verkaufen, oder wie? Noch einmal? Soll ich doch Boote verkaufen? Ich habe Sie nicht verstanden. Na, ob ich doch Boote verkaufen soll? Vor kurzem, Sie möchten das Boot sehen? Oder Plattform? Na, weiß ich nicht. Noch Sie haben ja gesagt, da muss man Boote verkaufen. Aha, okay. Also haben Sie angemeldet bei unserem Plattform oder nein? Oder nur geguckt? Ja. Haben Sie angemeldet? Was denn? Ich habe kein Boot angemeldet. Noch einmal. Na, ich habe keine Boote. Aha. Sie ja. Haben keine Boot, ja? Ja, ich habe keine Boote zu Hause. Also kein Problem. Was kostet denn so ein Boot? Noch einmal? Was kostet denn so ein Boot? Das kostet nichts, also, das ist kostenlos. Ach so, bei Ihnen gibt es die Boote kostenlos. Sind die denn nur ausgeliehen oder kriegt man die komplett einfach so gratis? Nein, Sie geben nichts für uns, also es gibt ja... Ja, also eine kostenlose Bootsfahrt bei Ihnen, oder wie? Also wo fahren wir denn da hin? Noch einmal? Na, wo fahren wir da hin? Also Sie... Mit dem Sie Boot? Meinen, wo, also... Sie meinen, von welchem Betrag Sie anfangen können, oder was? Nee, wo wir hinfahren. Ah, wo ist dieses Boot?
Ja, nee, wo wir hinfahren mit dem Boot. Bitte noch einmal sagen. Na, wo wir mit dem Boot hinfahren. Wo wir mit dem Boot Info haben, oder was? Nee, wo wir mit dem Boot hinfahren. Hinfahren, was ist da? Was sag ist mal, da? Kannst du auch irgendwie ein bisschen Deutsch oder ja nicht? Ein bisschen schlechte Netzwerk, noch einmal. Nee, dein Deutsch ist einfach nur schlecht. Noch einmal? Nee. Okay, Ich hab hier aber keine Schallplatte. Nee, ich hab keine Schallplatte gefressen. Ich wiederhole nicht alles tausendmal. Ich hab's jetzt gesagt, ein paar Mal schön. Nur reicht doch mal. Ich muss mich doch hier nicht die ganze Zeit wiederholen. Wie so Lackaffe. Warum schimpfen Sie? Na, weil du nervst. Du laberst die ganze Zeit nur Müll und das nervt. Da kommt dann nur Ratze bei dir raus. Das macht doch ja keinen Sinn, was du da erzählst. Bitte schimpfen Sie bitte nicht. Ja, haben Sie denn da vielleicht doch mal einen Mitarbeiter, der vernünftig Deutsch kann? Können Sie bitte normal sprechen? Sag mal, hast du Lack gesoffen oder was? Ich glaub, du hast wohl Haareschaden oder irgendwie sowas. Bei dir muss es wohl im Kopf schneien. Also auf der einen Seite Wasser und auf der anderen Stroh und wenn brennt, brauchst du bloß nicken oder was? Dann mir hier noch ein Wort fallen. Guten Tag, mit wem spreche ich da bitte? Mein Name ist Michael Ferrari. Ich rufe Sie an, betreffend Ihre Anmeldung. Erinnern Sie sich daran? Was denn für eine Anmeldung? Wovon sprechen Sie? Sie haben sich für Bitcoin interessiert. Bin ich klar? Was? Sie haben mit Bitcoin interessiert. Für Bitcoin, richtig? Ja, kann sein, ja. Also, haben Sie schon einige Erfahrung auf dem Finanzmarkt, Aktienmarkt, Bankbereich vielleicht? Wie meinen Sie das? Haben Sie Erfahrung? Haben Sie gearbeitet dort? Nö, ich hatte noch keinen Job auf dem Finanzmarkt. An der Börse war ich bisher noch nicht beruflich tätig. Ich habe aber auch noch keine Bewerbung dafür geschrieben. Also... Sind Sie vom Arbeitsamt? Die Leute von... Noch einmal? Sind Sie vom Arbeitsamt? Ja, ich arbeite dort. Ach so, Sie sind vom Arbeitsamt. Okay. Okay, kann man sich da bewerben bei Ihnen? Kann man da eine Bewerbung hinschreiben? Welche Bewerbung? Ja? Na, wenn Sie sagen, Sie arbeiten da, dann kann ich Sie doch fragen, ob ich mich bei Ihnen bewerben kann. Nein, wir können das nicht. Na, aber wenn Sie vom Arbeitsamt sind? Also Sie arbeiten mit selbst, mit unserem Bot, wissen Sie? Also Sie arbeiten nur für sich selbst? Noch einmal? Also egoistisch? Was egoistisch? Na, haben Sie doch gerade gesagt. Was haben Sie gesagt? Na, Sie haben das gesagt. Was habe ich gesagt? Na, dass Sie beim Arbeitsamt arbeiten und egoistisch sind und andere nicht mitmachen lassen. Also, dann machen wir so. Ich informiere Sie kürzlich, wie Sie bei uns das Geld also gewinnen können. Na, Sie haben doch gerade gesagt, es geht nicht. Man kann bei Ihnen nicht anfangen. Warum? Na, haben Sie doch selber gerade gesagt, dass man bei Ihnen nicht anfangen kann. Warum so? Ja, weiß ich doch nicht warum. Das haben Sie doch gesagt. Doch, Sie haben das gesagt. Ich habe das aufgezeichnet. Sie haben das eindeutig gesagt. Doch, das haben Sie gesagt. Lügen Sie doch nicht ins Telefon. Sie jetzt lügen mir. Nein, also ich möchte mit einem Lügner nichts zu tun haben. Sie sind eh nur ein krimineller Abzocker, der die Leute verarschen will. Na, weil Sie ein krimineller Abzocker sind. Warum sprechen Sie so? Habe ich doch gerade jetzt zweimal wiederholt, wieso? Aber es geht in dein Köpfchen, ja, weil du dafür zu blöd bist. Du bist einfach nur zu doof. Das ist alles. Schimpfen Sie bitte nicht und halten Sie Ihre Klappe. Okay? Warten Sie mal, Sie Mülleimer. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Hier ist der Hans Günther. Der Hans Günther ist hier am Telefon. Na, schönen guten Tag. Hallo, wen hast du denn da am Apparat? Hallo, schönen guten Tag, hören Sie mich? Ja, jetzt höre ich was. Antonella Pranic am Apparat von der Firma Prime Investors. Aha. Es geht über die Investitionen online. Aha. Haben Sie was davon gehört? Nee. Über Bitcoin Forex? Was denn das? Die Investitionen, eine Möglichkeit, wo man durch Investitionen online, in der Börse online Geld am Ende des Monats generieren kann, in verschiedene Bereiche, die es im Trading gibt. Nennt man das nicht normalerweise arbeiten gehen, wenn man irgendwo Geld generiert? Das ist ja auch eine Arbeit. Sondern alles läuft online. Wissen Sie nicht, dass Internet heutzutage auch Geld ist und auch wie eine Arbeit ist? Bedeutet nicht, dass man immer nur mit Kraft arbeiten soll, um Geld zu verdienen. Man kann sich auch schlau machen und man kann ja auch durch Internet, vielleicht nicht nur mit Trading, sondern auch in andere verschiedene Bereiche, die es überall im Internet gibt. YouTube, TikTok, alles, was ist möglich, was Internet heißt,
kann man auch Geld machen, mein Lieber. Nicht nur mit Kraft und nicht nur 10 Stunden wie ein Schwein arbeiten auf der Arbeit. Wissen Sie, was ich meine? Haben Sie schon mal ein Schwein arbeiten sehen? Bitte? Haben Sie schon mal ein Schwein arbeiten sehen? Das ist nur ein Spruch, das wissen Sie auch ganz genau. Nee, den kenne ich nicht, den Spruch. Den kenne ich aber und ich habe es Ihnen schon mitgeteilt. Den können Sie auch nutzen, wenn Sie es brauchen werden. Mhm. So, haben Sie schon was davon gehört oder haben Sie nur für Kräftearbeit schon gehört und gemacht und getan? Na, weiß ich nicht. Bitte? Jetzt bin ich maximal verwirrt. Haben Sie nichts zu sagen? Was soll ich denn sagen? Ob Sie etwas von gehört haben, ob Sie überhaupt Interesse zu dieser Branche haben oder nicht, damit ich ja auch auflegen kann und Ihre Zeit nicht nehme, weil vielleicht ist ja auch Ihre Zeit sehr wert für Ihnen. Aha. Dass Sie nur mit Kraft arbeiten sollen, ne? Was sagen Sie dazu? Will ich nicht. Wissen Sie nicht. Kenn ich nicht. Also so. Aha. Wie heißen Sie denn? Na, warum soll ich Ihnen das sagen? Ich dachte, das steht da drin. Hab nur so gefragt. Aha. Hm. Und was möchten Sie jetzt? Um ehrlich zu sein, von Ihnen jetzt aktuell nichts. Aha. Ich werde nur auflegen, das war's. Okay, also rufen Sie die Leute an, stören so ein bisschen und legen einfach auf. Nee, ich rufe die Leute an, um mein Angebot mitzuteilen, aber ganz bestimmt nicht an Leuten wie Sie. Ich kann schon merken, was Sie für eine Person sind. Was bin ich denn für eine Person? Werde ich Ihnen nicht mitteilen. Wenn Sie vor dem Spiegel sich schauen werden, werden Sie auch verstehen, was Sie für eine Person sind, okay? Oh, also diskriminieren Sie andere Leute am Telefon und das ist Ihr Job, oder wie? Sie diskriminiere ich sehr gerne, um ehrlich gesagt, weil Sie antworten nicht wie ein Mensch und das ist sehr respektlos. Na ja, aber ein Mann, eine Frau, so am Telefon. Guten Tag. Guten Tag, hier Ludolf. Nee, Vorname. Okay, wer ist dann da drin am Apparat? Ja, das geht Sie doch nicht an, wenn Sie das nicht wissen. Okay, ganz kurz, ich muss überprüfen. Ganz kurz. Was wollen Sie denn überprüfen? Nö, also, da habe ich keinen Bock drauf. Wiedersehen. Ganz kurz bitte. Nee, ganz ich. Kurz? Worauf soll ich denn warten? Ich warte auf nichts. So, ich lege jetzt auf, tschüssi. Hallo, Herr Müller? Was denn? Ja, das geht auf Kryptowährungen. Auf Bitcoin, Forex, Onlinehandel. Sind Sie angemeldet, ne, gerade? Nö. Ja, aber das hier steht auf meinem System, dass Sie haben schon Interesse gezeigt. Bei dem Bitcoin. Ich bin trotzdem gerade nicht angemeldet. Ja, weil das hier steht Ihre Name, Nachname, Telefonnummer und noch dazu E-Mail-Adresse, ne? Ja, und? Ja, Sie das haben kann man schon ja überall rufen. Ja, ganz kurz. Sie haben schon Erfahrungen mit Kryptowährungen, oder? Nö. Ja, okay. Wenn Sie, sind Sie das erste Mal bei uns, müssen Sie handeln mit dem Euro-System? Ich bin ja auch nicht bei euch. Ich bin zu Hause, ich sitze gerade auf dem Töpfchen und bin nicht bei euch. Ich bin noch nirgendwo online. Ich bin auf dem Töpfchen. Achso, sind Sie vielleicht ein YouTuber, ne? Nee. Und Sie? Sind Sie ein YouTuber? Ja, ich bin ein YouTuber. Ja, das glaube ich auch, weil Sie rufen mir an und erzählen mir irgendeinen Quatsch. Ja. Ja, wie kann ich Ihnen jetzt helfen? Sie scheinen ja Hilfe zu benötigen. Schon. Okay, haben Sie bis jetzt investieren, Herr YouTuber? Ich heiße nicht Herr YouTuber. Okay, dann wie heißen Sie denn? Ja, das sieht Sie doch noch nicht ein. Ja, YouTuber. Nochmal bitte. Hallo? 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 Ich kann machen ein Video für Sie, ne? Okay. Ja, anfangen wir. Okay, haben Sie Erfahrung in Hallo? Den Hallo? 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 Behinderte Hurensohn, ekliger Hurensohn, YouTuber, schreist YouTuber, Hitlersohn. Was lachst du denn wie ein Behinderter? Hast du Krankheit im Kopf oder was? Sag doch, rede jetzt. Voll der behinderte Hurensohn. Behinderung hast du. Bist du 99% behindert? Erzähl mehr von deiner Familie. Nee, ich zähle von dir, weil du ein dummes Hurensohn bist. Nee, du scheinst ja gerade von deiner Familie also, zu erzählen. Du glaubst, dass du jemanden anderen verarschen kannst, ne? Und aber ich glaube, du erzählst ne? gerade von deiner Familie.
Nee, ich erzähl von dir. Nee, du erzählst von deiner Familie. Von deinem scheiß YouTube-Video. Ja, du erzählst gerade von deiner Familie. Ich bin ekelhaft. Ja, du bist ekelhaft, das weiß ich. Du bist ja ekelhaft. Ja, das hast du ja bewiesen, dass du ekelhaft bist, das stimmt. Da hast du recht. Oh mein Gott, was für eine scheiß Nummer hast du denn? Ja, was für eine scheiß Nummer hast du denn? Am besten neu. Lerne mal. Schnecke. Mal registriert. Tochter einer Freuden. Schnecke, wie geht's? Tochter einer Freudenhausangestellten. Kannst du mal deinen Schnabel mal zumachen? Schnecke, wie geht's? Du bist eine. Schnecke, wie geht's? Tochter von einer Freuden. Oh Gott. Schnurschnecke, wie geht's? Schnurschnecke. Die. Alter, der ist so dumm, ey, der ist so dumm. Fame bekommt, also der lacht ja ein Behinderter. Der ist voll dumm, ey. Ja? Okay. Sebastian, kannst du auflegen, weil der ist ja doof, der möchte nur Fame von dir. Ja? Dein Gesicht stinkt. Soll ich auflegen, oder? Ja, schläf auf. Guten Abend. Sie sind verbunden mit einer Callcenter-Scambaiter-Box von Callcenter. Guten Tag. Ruf mal denn die andere YouTuber. Machen wir ein bisschen Spaß auch mit dem. Ja, jetzt. Ja, ruf mal den an. Dann können wir mal alle zusammen erzählen. Oh, ich habe vergessen aufzulegen. So was Unintelligentes. Bitte nach Hurensohn. Ja. Intelligent ist nur ganz, ganz schmal vorhanden. Die reicht gerade mal zum Atmen bei dir, die Intelligenz, ne? Ja, mit dem Kabel sie wieder selber. Naja, wenn er runterfällt, dann brauchen wir, können wir mal einen gucken. Das ist aber ein Grund. Ich glaube, das funktioniert mit der kalten Luft. So, ist da jetzt noch einer dran oder kann ich jetzt auflegen? Dann lege ich jetzt auf, ja. Hallo, guten Tag, sprechen Herr Hermann Reuter. Der ist wieder hier vor allem wieder. Ja, sagt er ja. Guten Abend, ich grüße Sie. Oh, eine Art doch noch nicht. Am Apparat. Ja, hallo? Ich habe Sie angerufen, weil ich habe gerade Ihre Daten bekommen. Aha. Und habe ich gesehen, dass Sie Interesse gezeigt über Onlinehandel. Oh ja, wo haben Sie das denn gesehen? Wie bitte? Wo haben Sie denn das gesehen? Ich habe das gesehen. Wo denn? In meinem PC. Ach so. Hallo? Ich weiß, dass Sie Interesse gezeigt haben, aber wenn Sie keine mehr haben, können Sie sagen. Nee. Wie nee? Na, weiß ich nicht. Beschäftigen Sie sich mit Onlinehandel oder nein? Ja, hier bei eBay, oh, da verkaufe ich meinen Schlipper. Nein. Also, es geht mit Bitcoin, Kryptowährungen, Aktien, Indexen, Rohstoffen. Ja. Mit diesen Instrumenten. Hm. Bei dem globalen Börse. Das kenne ich nicht. Was macht man da? Wie bitte? Was muss man bei denen machen? Mit die kann man also Geld verdienen. Ach so, da kann man Taster machen. Mhm. Na, und ist das viele Geld, was man da kriegt? Oder nicht so viele? Wie bitte? Na, ist das viele Geld, was man da kriegt oder nicht so viele? Ja, muss man gucken, wie viel Profite der Account Manager reicht für Sie. Ach so. Ja. Haben Sie Zeit jetzt, damit ich Ihnen mit einer von unseren besten Experten verbinde und er kann Ihnen alles erklären? Ja, das können wir machen. Und dann am Ende können Sie entscheiden, ob Sie das weiter müssen oder nicht. Ja. Das können wir machen. Okay, ein kleines Moment bitte. Wir haben 200 Euro.
Hallo, guten Tag. Ja. Ich grüße Sie. Ja. Tim Narienka bin ich am Telefon. Hören Sie mich? Ja. Okay, also mit wem spreche ich bitte? Na, haben Sie doch da im Computer stehen, oder nicht? Hallo? Ah. Hallo, schönen guten Tag. Hallo. Mein Name ist Aaron Walde und ich rufe sehr für finanzielle Institutionen über Onlinehandel. Haben Sie... Was? Ich bin mit der Lois. Das ist mein Vorname. Normal? Vorname. Weiß ich aber, sind Sie, oder? Ja, das ist mein Vorname. Okay, dann. Der Grund, dass ich ihn angerufen habe, ist, weil ich also beim Onlinehandel eine Anmeldung gemacht habe. Und ich wollte Ihnen ganz kurz ein paar Informationen mitteilen. Aha. Erstmal, haben Sie Erfahrung mit Onlinehandel? Was ist ja jetzt eine Frage, keine Information. Ich dachte, Sie wollen mir Informationen mitteilen. Ja, aber haben Sie Erfahrung oder nicht? Na, ich würde erstmal die Informationen nehmen, bevor ich irgendwas... Erstmal, Sie müssen unbedingt den Frage antworten. Haben Sie Erfahrung oder nicht? Müssen tue ich ja nicht. Lasse ich hier, nicht Ihnen. Ja, aber müssen tue ich ja nicht, außer auf Toilette. Okay. Ja, in Deutsch kann er auch okay, nicht. Dann ehrlich hier. Was? Haben Sie Erfahrung oder nicht? Na, aber Sie wollten mir doch Informationen geben, das ist doch keine Information, das ist eine Frage. Ja, wir sprechen heute den ganzen Tag und wenn Sie nicht antworten, ich gebe Ihnen keine Information dazu. Ach so, na dann machen wir das so. Okay, machen wir so. Ja, ich gebe ja keinen Fremden einfach irgendwelche Informationen. Ja, erstmal arbeiten Sie schon. Was? Arbeiten Sie. Also auch bei diesem bekomme ich keine Antwort. Ne, da kriegen Sie keine Antworten drauf. Keine Antwort? Ne. Warum denn? Na, weil Sie gesagt haben, Sie rufen an, um mir Informationen mitzuteilen. Aber Sie stellen ja nur Fragen und gehen... Deswegen frage ich hier, ob Sie Erfahrung haben oder nicht, dass ich wisse, was ich sagen kann. Nee. Sie antworten nicht. Wir lassen Sie den Sprecher etwas sagen. Sie antworten auch nicht. Was ist das jetzt? Na, aber Sie haben doch gesagt, Sie rufen mich an, um mir Informationen mitzuteilen und nicht um Fragen zu stellen. Ja. Das ist doch ein Unterschied. Und dann müssen Sie sagen, dann müssen Sie sagen, Sie rufen an, um Fragen zu stellen und nicht um Informationen mitzuteilen. Es geht nicht so. Doch? Nee, es ist, wie ich sage und nicht wie Sie sagen, bei dem Regeln, was ich mache, lasse ich hier, nicht Sie. Haben Sie Alkohol getrunken? Sie hören sich so angeschwipst an. Normal. Ob Sie was getrunken haben, Sie hören sich besoffen an. Nee, warum wollen Sie es wissen? Ja, Sie wollten mir doch Informationen mitteilen. Aber Sie sagen ja keine, also muss ich Fragen stellen. Wegen Informationen stelle ich auch Fragen. Das kann nicht sein, dass Sie sagen, dass Sie müssen nicht antworten. Ja, aber eine Frage ist doch keine Information. Eine Frage ist eine Frage. Und Sie haben gesagt, Sie rufen an, um Informationen mitzuteilen. Ja, ohne Frage bekommen keine Informationen dazu. Aha. Ja, dann ist das wohl so. Das heißt, dass Sie müssen jetzt antworten. Nee, ich muss ja nicht. Okay, und dann... Also ich fasse mal das Gespräch zusammen. Mich ruft ein besoffener Typ an, der mir Informationen geben will, gibt mir aber keine, weil er lieber Fragen stellt. Ja, erstmal, Sie müssen bei der Frage beantworten, danach gebe ich Ihnen eine Information dazu. Ja, aber habe ich Ihnen ja gesagt, dass ich das erstens nicht muss und zweitens ergibt ja die Frage für eine Information ja keinen Sinn. Okay, dann ja, lass es auf Sie. Was kann ich mehr machen? Haben Sie denn so Erfolg mit so, weiß ich nicht, so besoffen? Ich weiß schon, dass Sie wollen spielen, aber ich bin hier nicht für Spiel. Sie müssen, die deutschen Männer müssen ein bisschen seriös sein. Ich verstehe kein Wort. Was wollen Sie spielen? Ich habe Ihnen gesagt, dass die deutschen Männer müssen ein bisschen seriös sein, nicht Spiele am Telefon zu machen. Na, aber dann rufen Sie doch nicht in Deutschland an. Ich meine, Sie können ja die Sprache hochkommen, also von daher... Ich rufe Ihnen jeden Tag oder jede Sekunde. Das ist meine Lösung. Aha. Das klingt ja auf jeden Fall sehr traurig, so ein Job. Ja, okay, bis morgen, weil heute habe ich keine Zeit mehr. Ja, aber ich möchte eigentlich auch nicht von Ihnen angerufen werden. Aber ich möchte Ihnen anrufen. Ja, aber ich verbiete Ihnen den Anruf. Okay, schauen wir morgen uns.
Nee, ich habe ja gesagt, Sie dürfen morgen nicht nochmal anrufen. Ja, bis morgen, ciao. Ja, dann nennt man das Belästigung und das ist strafbar. Warum muss ich bringen? Herr Steiner, freut mich, Sie erreichen zu können. Irena Häuser am Apparat vom Unternehmen Top Trade. Sagt Ihnen das eventuell noch was, Herr Steiner? Nee, woher denn? Ich helfe Ihnen kurz. Es bezieht sich auf Online-Handel und Trading, Herr Steiner. Haben Sie damit schon Erfahrung sammeln können, eventuell? Nee, wieso? Weil Sie ja selbst Interesse gezeigt haben. Ja, wann denn? Bin ich, das ist im Februar gewesen. Da haben Sie sich angemeldet, Herr Steiner. Okay, wann denn genau? Im Februar ist das gewesen. Na, wann denn genau? 14. Februar, Herr Steiner. Und die Uhrzeit? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Das kann ich Ihnen nicht sagen, Herr Stein. Ja, weil Sie eine Lügnerin sind und eine Betrügerin, deswegen können Sie das nicht sagen. Hartmut.schimmel.döner@gmx.de, das ist Ihre E-Mail-Adresse, Herr Steiner. Ja, und Ihr Name ist Betrügerin. Vorname Betrüger und Nachname Rin. Nee, Vorname Betrüger, Nachname Rin. Und dann haben Sie auch noch eine extrem hässliche Stimme. Als hätte man irgendwie einen Popel in die Nase abgebrochen, so klingt es. Ja, furchtbare Stimme. Herr Steiner, Sie sind zum Lachen. Ja. Meine Psychiatrie, Herr Steiner? Ja, da rufen Sie gerade an. Ja, glaube ich. Glaube ich, genau. Ja. Aber wissen Sie, Sie haben so einen Mundgeruch, ja, haben Sie sich heute gar nicht die Zähne geputzt? Und? Ja. Wie kann ich denn behilflich sein? Hallo? Wo ist deine Frau, Lili? Wie kann ich denn behilflich sein? Deine Frau, wo ist? Ja, wie kann ich denn behilflich sein? Ich habe sie im Hotel entdeckt. Ja, schön. Ja, tschüss. Tag. Ja, hallo, guten Tag. Ja. Kevin Grimm am Telefon. Spricht der Jungspringer mit Lori Ulrich? Ja. Wie heißen Sie bitte? Weil, wie ist der Name bitte? Na, haben Sie doch gerade gesagt. Okay, mein Name ist Thomas. Ich bin ein Experte von Finanzmarkt. Wir beschäftigen mit Onlinehandel. Aha. Beschäftigen Sie sich mit Onlinehandel? Nee, Sie beschäftigen sich doch mit Onlinehandel, haben Sie gerade gesagt. Sind Sie interessiert in Trading? Was? Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Michaela Nowak im Apparat. Spreche ich mit Herrn Knusprig? Knusprig, ja. Herr Knusprig. Herr Luis. Ja. Okay, Herr Luis, schön Sie zu erreichen. Ich bin Michaela. Entschuldigung, dass ich Ihnen jetzt störe. Es geht über Online-Trading, die Börse online, Herr Luis. Haben Sie schon Erfahrung damit? Nee. Okay, bei uns sind Ihre Daten gekommen. Bestimmt haben Sie vielleicht angemeldet oder Informationen gesucht? Weiß ich nicht. Mhm. Oder hat das jemand anders für Ihnen gemacht? So weiß ich doch nicht. Wie? Weiß ich doch nicht. Okay, sind Sie aktuell im Arbeit? Nee. Sind Sie zu Hause? Ja. Okay, Herr Luis, wissen Sie, was ist die Börse online? Ja. Okay, gut. Und gefällt es Ihnen da zu arbeiten? Weiß ich doch nicht. War da noch nicht. Okay. Haben Sie bitte einen Computer dabei, damit ich Ihnen helfe, etwas zu zeigen bei Prime Investors? Einen Computer kann man nicht dabei haben. Ein Computer ist zum dabei haben zu schwer. Wohin soll ich denn den mitnehmen, den Computer? Bist du zu Hause? Zum Beispiel, du bist in der Sofa. Der Computer ist in der Tisch. Ja, wo soll ich denn den mitnehmen, den Computer? Wo wollen Sie den denn haben? Ah. Grüß dich, Matthias hier von Benefix. Wie geht's Ihnen? Schnuckelig. Bitte? Ja. Herr Karl, Sie haben jetzt ein Handelskonto seit April. Mhm. Nein, März. Ja. Was ist passiert? Sie waren nicht mehr online. Ja, war unseriös. Unseriös von wem? Von unserer Seite? Ja, fand ich unseriös, die Seite, ja. Wieso? Fand ich halt unseriös. Was stimmt nicht? Was bedeutet für Ihnen unseriös? Naja. Geben Sie mir zwei Beispiele, bitte. Sah nach einer illegalen Firma aus.
sieht als illegale Firma aus. Okay, haben Sie unsere Lizenz geprüft? Ja, war alles nicht gültig. Alles nicht gültig? Ja. Wo haben Sie das gefunden, beispielsweise? Weiß ich doch jetzt nicht mehr, schon eine Weile her. Schon eine Weile her. Das kann nicht stimmen. Das kann nicht stimmen. Wollen Sie mich als Lügner bezeichnen, oder wie? Bitte? Wollen Sie mich als Lügner bezeichnen, oder wie? Nee, ich lüge Sie. Ja, und warum sagen Sie denn, das kann nicht stimmen, wenn ich das sage, dann ist das so. Wenn Sie sagen, dann ist das so. Ja. Okay, habe ich verstanden. So läuft dieses Problem jetzt. Wenn Sie sagen, das stimmt das so, okay? Genau. Dann löschen Sie dieses Konto, wenn das stimmt nicht für Sie. Ja, geht ja nicht. Geht nicht. Okay, habe ich verstanden. Dann werde ich versuchen, das zu löschen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag weiter, der Karl. Ja, das wünsche ich Ihnen nicht. Hallo. Hallo, Herr Steinfeger. Ja, Schornsteinfeger hier. Grüß Gott, Herr Schornsteinfeger. Wenn ich ihn sehe. Mein Name ist Dr. Matthias, ich rufe Sie an von Benefix. Haben Sie aber bei uns ein Handelskonto? Aha. Woher habe ich denn das? Ich arbeite beim Benefix und ich kann sehen, dass Sie haben sich bei uns angemeldet in 23.03. Aha. Und da rufen Sie jetzt an? Ich rufe jetzt an. Ja, ich rufe jetzt an. Aha. Wann mag sich bewegt? Ich rufe meine Kunden an. Ist das etwas schlecht? Naja, wenn Sie sagen, ich habe mich am 23.03. angemeldet, ist ja schon eine Weile her. Ja, aber Sie haben noch bis dann geredet mit Frau Emilia Hart. Ach so. Also Sie haben noch mit jemand geredet. Ach so. Und Sie sagten, dass Sie hatten keine Zeit und so. Und dann habe ich mich jetzt eingemeldet nach 2 Monaten, ja. Ach so. Herr Steinfeger, was möchten Sie weitermachen mit Ihrem Handelskonto? Weiß ich nicht, ich habe ja gar nicht über das Handelskonto nachgedacht. Okay, sind Sie schon damit machen? Was können Sie machen? Es ist sehr einfach, die Markt bewegt sehr, sehr viel. Das bedeutet, es sind sehr viele Opportunitäten, wo Sie können einfach investieren. Ich möchte Ihnen zeigen, einfach wie das alles bewegt. Ich möchte, dass Sie sollen einfach eine Idee haben und dann entscheiden Sie selbst, was möchten Sie weitermachen. Mhm. Einfach meine Arbeit als Account Manager ist einfach, Kunden Opportunitäten zu zeigen und dann entscheiden die einfach, was möchten Sie weitermachen. Ja. Eine Bitte, bin ich auf Lautsprecher, weil ich höre mich doppelt. Keine Ahnung. Bin ich auf Lautsprecher? Ja. Ah, okay. Weil ich höre mich doppelt. Können Sie mir bitte von Lautsprecher nehmen? Ist das möglich? Nee. Okay, danke schön. Bitteschön. Hallo? Ja. Schönen guten Tag, Jan Hartmann am Apparat. Ich rufe Sie FFX, spreche ich mit Gerold Steiner. Ja. Grüße Sie, hallo. Tag. Guten Tag. Also ich, ich sehe, Sie haben sich letztes Jahr bei uns angemeldet. Aha. Wären Sie noch immer daran interessiert, online Geld zu verdienen? Nee. Herr Steiner? Wie bitte nochmal? Nee. Nicht mehr interessiert. Okay. So. Okay, alles klar. Dann frage ich Sie wieder aus. Vielen Dank. Winke, winke. Bis dann. Schönen guten Tag. Ja. Richard Lips. Ja. Mein Name ist Oliver Siedl und ich bin Leiter der Qualitätskontrolle. Aha. Können Sie auf meine Frage Antworten stellen? Ich kann auf Ihre Frage Antworten geben, ja. Hm. Na gut. Gucken Sie, haben Sie auf unserer Plattform Registration hinterlassen und mit unserem Manager gesprochen. Und ich möchte fragen, wie haben Sie mit unserem Manager gesprochen? Weiß ich nicht, mit dem Telefon wahrscheinlich. Hören Sie mich? Ja. Hallo? Ja, hallo. Hören Sie mich? Jetzt wird's langsam albern. Was denn? Und das schon einen guten Tag, Herr Stanam. Die Natalie Krupp spricht am Apparat. Aha. Und ich melde mich wegen Ihrer Interesse Richtung Onlinehandel. Wie weit sind Sie damit bitte? Wie weit? Ja, ich habe eine Brille verloren, das heißt, das sehe ich nicht mehr. Also. Weißen? Sie haben Brille verloren? Ja. Ja, und? Ja, jetzt kann ich Ihnen nicht mehr sagen, wie weit, weil ich sehe das nicht. Lustig. Ja. Also, haben Sie Erfahrung in dieser Richtung? Im Brille verlieren jetzt, oder wie? Was meinen Sie? Oh mein Gott. Telefon, der mir das Geld aus der Tasche ziehen möchte? Hallo? Betrüger? Ah ja, jetzt höre ich den Betrüger, ja? Ne, jetzt ist das Mikrofon von dem Betrüger wieder aus. Betrüger, du musst was sagen, sonst höre ich dich nicht. Hallo, hallo, hallo? Welches kriminelle Wesen haben wir denn jetzt am Telefon? Dann lege ich jetzt einfach das Telefon an eine Seite, oder wie machen wir das?
Ach nö, ich leg einfach aus. Ich brauche ihre Speicher auf meinem Telefon. Für Sie. Ja, hallo, bitte. Können ja. Sie? Können Sie jetzt mit mir sprechen? Nee, ich habe doch vorher schon mit Ihnen gesprochen. Wie bitte? Ich habe doch gerade eben schon mit Ihnen gesprochen. Ich brauche nur 2 Minuten. Ich möchte Ihnen eine kleine Information geben und dann... Nee, für den Betrug brauchen wir keine 2 Minuten. Warum? Und dann 5 Minuten. Ja, vielleicht. Je nachdem, wie langsam du da bist, dein Skript vorzulesen mit dem Betrug. Nein, ich möchte nicht über Kryptowährung sprechen. Ich möchte Ihnen Aktionen bieten. Na dann erzähl mal da deinem Betrügerkram. Erzähl. Warum denken Sie so? Naja, weil hier nur Betrüger anrufen auf dieser Nummer, die ist dafür eingerichtet. Und wissen Sie, von welcher Firma ich telefoniere zu Ihnen? Na, von irgendeiner Betrügerfirma. Der Name ist ja scheißegal. Letztendlich ändert er ja euren Namen alle 3 Monate. Sie zu Ihnen schon seit 3 Monaten telefoniert? Nee, ich sage, du änderst ja deinen Namen spätestens nach 3 Monaten. Und dein Name, den du mir genannt hast, habe ich gar nicht hingehört. Der ist ja auch nicht echt. Das ist ja alles da Betrug bei euch. Ich telefoniere zu Ihnen nur 2. Mal. Guck mal, erstmal müsstest du vielleicht mal ein bisschen Deutsch lernen, weil das Deutsch ist ja absolut furchtbar. Also damit fällt der Betrug ja schon als erstes auf. Also wenn ich in Deutschland bin, möchte ich auf Deutsch beschissen werden und nicht auf so Kakerlakensprache. Das ist ja furchtbar. Möchten Sie mit Deutschem ansprechen? Ja, einer, der vernünftig Deutsch sprechen kann. Das wäre doch schon mal ein Vorteil jetzt. Kein Problem. Warten Sie ein paar Minuten Zeit. Ja. Spreche ich mit Liebs? Hallo, hören Sie mich? Ja. Also, ich möchte mit Lilly Liebs sprechen. Am Apparat. Okay, Sie haben sich bei uns ungefähr vor 1 Monat registriert. Ja. Also, ich bin Jonas aus globalen Finanzmarkt. Aber Ihre Konto ist immer noch inaktiv. Toll. Ich bin hier, um Sie zu helfen, dass wir zusammen Ihr Handelskonto aktivieren. Aha. Sehen Sie, worum es geht? Ja, um Betrug. Betrug? Also, das ist kein Betrug, wir sind also offizielle Börse. Nee, ihr seid Kriminelle. Wir sind Kriminelle? Ja, eine kriminelle Bande. Okay, alles klar, dann lasse ich eine Strafe zuschicken, okay? Hallo. Hallo. Ja? Mit wem spreche ich da? Lili Liff? Sie sind mal bereit. Okay, super. Was geht? Hä? Was? Nee, hey. Was denn? Was machen Sie so? Was soll das? Und wie läuft's bei YouTube? Prima. Prima. Ja, Steuererklärung ist gerade fertig. Hast du auch Instagram? Natürlich. Und TikTok und Facebook und alles, was dazu gehört. Wie ist dein Instagram? Was? Der Mädchenname? Heiße Schlüpperpippi. Wie? Heiße Schlüpperpippi. Sag doch mal jetzt ehrlich. Na, hab's doch. Sag doch. Nö. Sag. Was schreibst du denn da? Na, ich mach grad... Kommentare? Nee, ich mach grad für die Facebook-Werbung was fertig. Ach so. Ja, man muss ja immer was für die Steuer zum Gegenrechnen haben, dass sie nicht so viele Steuern nehmen, weißt du? Und wann postest du das Video jetzt? Das Video jetzt so in 3 Monaten. Ja, warum so lang? Na, weil wir ja in der Vorproduktion sind, damit der Videostream nie abreißt. Ja, aber das ist sehr lang her, musst du posten, sonst das geht nicht mal viral. Boah, das geht doch so. In 3 Monaten, das ist sehr viel Zeit. Ja, die Zuschauer kriegen doch schon jeden Tag ein Video. Und die rufen doch am Tag locker 40, 50 Leute an. Ja, und ich höre deine Video. Ja. Da haben sie auch ein Like da. Von mir. Das teile ich auch an alle meine Bekannte. Ja. Okay, dann. Ist mir langweilig ein bisschen. Okay, tschüss. Tudelü. Hier ist der Anschluss von der Nummer, die Sie gewählt haben. Guten Tag. Ja, guten Tag. Mit wem spreche ich gerade? Na, mit dem Anschluss von der Rufnummer, die Sie gerade gewählt haben. Mit Lilly? Lilly Lips ist mein Name. Welche? Ja, Sie rufen doch hier an, was wollen Sie denn jetzt? Sind Sie denn die?
Ich bin Lilly Lips. Was ist das für ein Name? Woher kommt denn dieser Name? Ja, was geht Sie das an? Sie rufen bei mir an und fragen, was mein Name, was soll das? Was wollen Sie denn von mir? Wer sind denn Sie überhaupt? Wollen Sie sich nicht mal vorstellen? Kann ich machen. Na denn los, hopp hopp. Hallo. Ja, scheinbar kannst du es nicht machen, oder was? Oh Mann, nur noch Bekloppte auf dieser Welt hier. Ey, bekloppte Betrüger-Lady, du musst schon labern. Womit möchten Sie mir dienen? Hallo, schönen guten Tag, Melanie Schmidt. Mein Name, könnt ihr mit Gerold Steiner sprechen? Ist am Apparat. Hallo, Herr Steiner, Melanie Schmidt, mein Name. Ich melde mich von der Plus-Gemeinschaft Berlin. Es geht um Ihren Vertrag, um Ihren Paket mit verschiedenen Gutscheinen, Reiseverlosungen und Gewinnspielen. Weil Sie das Ganze nicht fristgerecht beendet haben, sind die restlichen 9 Monate noch kostenpflichtig. Der Betrug funktioniert immer noch. Da fallen echt noch Leute drauf rein. Da fallen wirklich noch Leute drauf rein. Der ist doch Betrug. Okay, Sie lachen ja sehr schön, dann wissen Sie auch, dass Sie einen rechtskräftigen Vertrag haben. Oh Mann, ey. Sie wissen schon, dass Sie sich blamieren, ne? Also Sie wissen schon, dass Sie sich blamieren hier gerade. Sie wissen schon, dass ich Sie auf YouTube online stelle, egal ob Sie das wollen. Hallo, Rainer Zufall. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Hanna Stoll. Wie geht es Ihnen? Alles gut? Okay, das freut mich sehr. Also, ich melde mich von der Firma Investing Academy von der Deutschen Börse. Und ich möchte mit Ihnen nur ein paar Informationen zu teilen, um meine Arbeit Ihnen zu verstehen, ja? Also, Sie wollen was stehlen. So, es geht um Online-Handel, Online-Trading. Haben Sie gehört? Ja, das habe ich gestern auf Toilette gehört, ja. Haben Sie bis jetzt eine Erfahrung gehabt? Na, beim Bus, ja. Gestern am Strand. Hallo. Hallo? Ja. Hallo, guten Tag, am Apparat ist Frau Hoffmann. Telefoniere ich mit den Lorioris? Ja. Es freut mich, Sie zu erreichen, Herr Lorioris. Es geht um Ihre Anmeldung. Sie haben sich bei Bitcoin System Germany registriert, um ein Handelskonto zu aktivieren? Nee. Ist das Ihre E-Mail-Adresse? gerald.hubschrauber@mdttfund.de. Das klingt doch schon ganz falsch. Warum denn? So ist es aufgegeben, diese E-Mail-Adresse. Aber nicht von mir. Nicht von Ihnen? Nein. Aber Ihre, das ist nicht Ihre Telefonnummer? Die Telefonnummer schon, aber nicht die E-Mail-Adresse. Also, hier ist dieses Name, Lorioris Knus. Knus Spring. Ja, und nun? Und nun? Sie haben sich bei Bitcoin angemeldet und ich bin dabei, Ihnen weiter zu begleiten. Hab mich nicht angemeldet. Nein? Dann wer hat Ihren Namen eingegeben, Ihre Telefonnummer? Wer kann das sein? Weiß ich nicht, das müssten Sie doch laut deutschem Datenschutzgesetz rausfinden. Das ist doch Ihre Aufgabe. Nein, das ist nicht meine Aufgabe. Doch. Sie haben sich alleine registriert und jetzt sagen Sie... Ich habe mich auch nicht registriert. Das war ich nicht. Ja, und woher wissen Sie, dass ich das war, wenn ich Ihnen sage, ich war es nicht? Können Sie hell sehen? Ja. Nein, kann ich nicht. Aber sehen Sie, also können Sie es ja nicht wissen. Nein, habe ich nicht. Sie haben Ihre... Nein, habe ich nicht. Nein, habe ich nicht. Okay, dann. Wenn Ihre E-Mail nicht... dieses E-Mail nicht aktuell ist, aber Ihr Name ist aktuell, Ihre Telefonnummer... Die E-Mail-Adresse gehört mir nicht. Aber Ihre Name schon und Ihre Telefonnummer schon, oder? Ja, aber Sie müssen doch dann dafür sorgen, dass ich nicht einfach von Ihnen angerufen werde, wenn ich mich nicht angemeldet habe. Das nennt man dann Double Opt-in in Deutschland. Ja, das weiß ich. Ja, und warum halten Sie sich nicht daran? Warum? Ich sehe hier Ihre Daten. Ich habe das... Ja, das weiß ich doch nicht. Eingegeben. Ja, ich auch nicht. Okay. Keine weiteren Fragen. Tschüssi. Was ist denn los, Bibi? Ja, hallo? Ja, Bibi? Was möchtest du denn? Was ist denn, Herr? Guten Tag, Herr Luisson. Richtig. Weiß ich nicht. Was möchtest du denn haben? 250 Glocken? Was ist denn, Herr? Wie? Willst du 250 Euro haben oder 500 oder 1000? Mit der Visa oder mit der Mastercard-Karte? Was willst du denn da besser? Was ist das, Herr? Ja. Was bitte? Was ja, na, willst du Visa? Was ist Schluss mit dir? Willst du Visa oder Mastercard-Karte haben?
Ich verstehe ihn gar nicht. Nicht? Nee? Ich dachte, wir können die Scheiße gleich abkürzen, jetzt schneller. Du bist Idiot. Ja? Cool. Du bist Idiot. Ja, sagt mir der Idiot am Telefon, den ich gerade total verarscht habe. Oh. So. Mensch, deine Intelligenz, die ist ja 3 Zentimeter Feldweg. Also... Herr, ich bin Kevin, ich rufe Sie an von Firma Blockchain System her. Ja, und was willst du denn jetzt haben? Die Mastercard oder die Visa-Card? Was willst du denn jetzt haben? Kürz doch das ab jetzt hier. Was ist das? Ich verstehe gar nicht. Ja? Sie haben ein Konto bei uns mit 0,8 Bitcoin beim Blockchain-System, Herr. Ja. Und nu? Ja, und... Was brauchst du jetzt für eine Karte, jetzt, Master oder Visa? Und jetzt wir können ihr helfen und ihr Bitcoin im Euro zu konvertieren, Herr, weil ihre Bank nicht akzeptieren, ja? Bitcoin. Soll ich Anydesk schon mal runterladen? Haben Sie Anydesk? Ich will zuerst Ihr Konto. Habe ich ja gerade gesagt, würde ich runterladen, denn dann lade ich schon mal Anydesk runter, damit der Betrug für dich einfacher geht. Was ist das, Betrug? Ja. Was bitte? Ja. Sagen Sie mir, was ist das? Marmelade. Du bist Hurensohn. Und du bist eine Marmelade. Fick dich deine Mutter, fick dich deine Frau. Apfelmus. Fick dich deine Familie. Apfelmus. Honigkuchen. Du bist Hurensohn. Ja? Scheiße. Das ist aber nett. Du bist Schlampe. Du bist Schlampe. Süß. Alle, du bist Schlampe. Erzähl mehr alle. Von deiner Familie. Du bist Schlampe, ja? Alles wie dich. Hm? Da ja. Erzählst du gerade von deiner Familie, wa? Ja? Du bist Hurensohn. Aha. Du bist fertig jetzt? Erzähl mehr von deiner Familie. Das klingt wie deine Familiengeschichte. Mehr ist es ja auch nicht als das Wort. Hallo. Hallo. Schönen Tag noch. Karl Toffel, ist das richtig? Ja, Karl Toffel am Telefon, ja. Sehr gut. Mein Name ist Alex Berg, Iconic Capital, Kundenbetreuer. Alex Berg. Ganz genau. Mit dem Akzent. Stimmt. Ja, aha. Das ist stimmt. Meine Familie, ja, ungefähr von zwei Seiten, Deutsche und Polnisch. Also das ist irgendwie... unseriös, bestimmt. Ganz genau. Irgendwie Blödsinn, ja. Richtig. Mein polnischer Akzent ist das auch nicht. Doch. Nee. Ich lebe in Deutschland, ja, dann sprech mal Polnisch. Mach mal. Sag mal was auf Polnisch. Okay. Was wollen Sie, dass ich spreche in Polnisch? Ich meine... Ja, sprech mal ein polnisches Tischgebet zum Beispiel. Tischgebet? Das kenne ich nicht. Ich lebe in Deutschland. Ich eigentlich... Ja. Anieles Drużomuj, ty zawsze z tymi stoi. Rano wetnie noce, bądź mi zawsze kupu noce. Sie sind begabt. Was? Sie sind begabt, ich meine, dass Sie kennen Polnisch. Das hat nichts ich mit Begabung zu tun. Ich, ja, jetzt dann übersetzen Sie mal, was wir gesagt haben. Ich kenne nicht viel Polnisch, also das. Also ja, warten Sie mal, Sie sind nicht in Deutschland geboren, haben eine Hälfte aus Deutsch, eine Hälfte aus Polnisch. Aber Sie können beide Sprachen nicht. Der Betrug ist doch so billig. Das ist doch so billig. Das ist kein Betrug. Doch. Sie sprechen doch. Ja, du kannst kein Deutsch und kein Polnisch. Du willst mir aber erzählen, dass du Deutsch-Pole bist. Und beide Sprachen kannst du nicht. Der Betrug ist so peinlich. Gebt euch doch mal ein bisschen Mühe. Das ist doch vollkommen... Das glaubt euch doch da keiner. Sie liegen falsch. Nee. Dann erzähl mir... Dann rede jetzt mit mir auf Polnisch weiter. Wie gesagt, ich kenne nicht viel Polnisch. Ja, aber welche Sprache kannst du denn dann? Deutsche Sprache. Nee. Ich kann mit Ihnen sprechen. Das ist keine deutsche Sprache, was du sprichst. Das ist absolut Akzent, Kakerlaken-Akzent. Und Polnisch kannst du auch nicht. Aber erzählst mir, dass du Deutsch-Pole bist. Das ist doch komplett behindert. Ja, alles klar. Wer soll denn dir das glauben? Wer soll denn dir die Scheiße glauben? Wer zwingt dich denn, so eine Scheiße am Telefon zu erzählen? Nur mal jetzt mal im Ernst. Ihr betrügt da Leute und dann auch noch ganz, ganz schlecht. Such dir bitte einen ganz, ganz, ganz schnellen, anständigen Job. Wirklich. Ich
habe Sie gehört, ich habe Sie verstanden, aber... Ja, scheinbar nicht. Sie liegen ganz falsch. Nee. Ja, wenn du Polnisch kannst, dann los jetzt. Sprich mit mir Polnisch. Du hast ja gesagt, du bist Deutsch-Pole. Dann sprich jetzt Polnisch. Meine Mutter ist Polisch, mein Vater ist Deutsch. Ja, und warum kannst du dann beide Sprachen nicht? Ich verstehe Sie gar kein Wort auf Polnisch, was Sie da gesagt haben. Ja, aber du verstehst ja auch kein Wort auf Deutsch. Also nur so halb. Ich verstehe. Ja, aber nur halb. Wo kommt denn dann dein Akzent her? Wenn du in Polen gelebt hast, dann ist klar, dass du keinen deutschen Akzent hast. Aber du hast ja nicht in Polen gelebt. Das ist ja Quatsch, du hast ja nicht in Polen Deutsch gesprochen. Mit Akzent. Das ist ja komplett bekloppt. Wer soll denn dir das glauben? Klar. Ja, das ist doch doof, sowas. Das kannst du doch keinem erzählen. Sie glauben mir nicht, aber das ist wahr. Nee, nee, das ist nicht wahr. Ja. Nee, und dein Name ist auch nicht Alex irgendwas mit einem deutschen Nachnamen. Das ist auch Quatsch. Ja, gut. Ja. Wir schauen. Guten Tag. Hallo, schönen guten Tag. Michaela Novak im Apparat. Spreche ich mit Herrn Luis? Ja? Was? Spreche ich mit Herrn Luis? Das ist mein Vorname. Ja, Herr Luis, ja. Zu Knusprig. Knusprig, Knusprig. Richtig? Ja, so Herr wie Sie es aussprechen, nicht. Nein, das ist falsch. Okay, gut. Herr Knusprig, weil... Nein, das ist falsch! Ein Moment, bitte sagen Sie mir, wie ist Ihr Name? Na, Knusprig, Knusprig, haben wir doch jetzt schon abgeklärt. Alles klar, wieso sind Sie so laut? Wieso machen Sie das mit viel Nerven? Ja, weil es unhöflich ist. Oh, lieber, ich habe das falsch gesagt, Entschuldigung. So stehe das hier, deswegen habe ich so gesagt. Mhm. Gut, komme ich direkt in das Thema. Ich bin Frau Michaela Novak von Prime Investors. Es geht über Online-Trading, die Börse online. Haben Sie Erfahrung damit? Was geht denn Sie das an? Nochmal? Was geht denn Sie das an? Bitcoin, Forex, Aktien. Was geht Sie das denn an, habe ich gefragt. Tag. Hallo. Hey, Lips. Was denn? Einen schönen guten Tag, hey, Lips. Hallo. Ja, was denn? Hey, Lips, es ist Benjamin Wolf aus dem globalen Finanzmarkt. Sie haben sich Interesse gezeigt, ja, an Investitionen. Hört sich nicht an wie ein Finanzmarkt, hört sich an wie eine Diskothek. Was haben Sie? Das hört sich an wie eine Diskothek da bei Ihnen. Also, lieber Herr, ich habe gerade gesehen, dass Sie registriert haben, sich auf den globalen Finanzmarkt, um Investitionen zu machen. Haben Sie in der Diskothek gefunden, oder wie? Also, hier geht es um, dass Sie sich Interesse gezeigt haben an Bitcoin, an Kryptowährungen. Hey, Lips, verstehen in, Sie? In einer Diskothek, oder wie? Was für eine Diskothek? Es geht um... Ja, bei Ihnen ist so laut wie in einer Diskothek. Nee, nee, nee. Doch, ich höre Sie kaum. Also, hören Sie mich. Ja, ganz schlecht. Das ist ja wie Diskothek da. Ist ja voll laut da bei euch. Nur Musik. Jetzt hören Sie mich, Herr Lieb. Ja, die Musik ist schön. Hör ich. Kann ich ganz deutlich verstehen, die Musik. Ja, und jetzt? Jetzt ist die Musik noch deutlicher. Also, es geht um Investitionen, Herr Lieb. Darf man da mitsingen bei Ihnen? Wie bitte? Ob man da mitsingen soll? Also, stört das oder sowas? Nö, mach mal die Musik ein bisschen lauter. Man hört dich noch zu laut. Du musst die Musik lauter machen, damit man euch weniger versteht. Und? Hallo. Ja, guten Tag. Mit wem ich spreche? Hier ist Barbara Schöneberger. Bist du behindert, Alter? Ja. Guten Tag, von wem werde ich denn heute betrogen? Na, nichts zu verkaufen? Bisschen Zeit vertrödeln? Wollen wir mal deinem Chef Bescheid sagen, dass du Leeranrufe machst und deine Zeit sinnlos nutzt? Ja? Wird sich dein Chef bestimmt freuen. Naja, dann legen wir jetzt mal auf, damit er wieder ein bisschen arbeiten kann, zwar, faules Stück. Guten Tag. Hallo, guten Tag, mein Name ist Frau Müller-Berger. Die Frau, der Herr Sigmund Taubenschwalbei, sind Sie? Ja, ja. Also schön, dass es reich ist, rufe Sie immer auf der Hauptgeschäft im Monatblick an. Und es geht auch nur um Ihre Registrierung hier in der Datenbank. Das ist nur noch für die letzte Runde, die Entschädigungsrunde, die allerbeste, ganz ohne Risiko. Das heißt, mit einer 100%igen schriftlichen Geldzurückgarantie, weil es ja die Entschädigungsrunde ist, bei den 200% Online-Preisverschreiben mit dem täglichen Bargeld von 100.000 bis 500.000 Euro registriert sind. Meine Frage ist nur,
weil wir von Ihnen noch kein Abmeldewiderrufsformular haben und bei uns der Kunde der König ist. Möchten Sie noch von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch machen, beenden oder verlängern? Dann aber ohne Geld-Zurück-Garantie. Ich kann Sie nicht zuordnen. Na, dann wird weiter abgebucht, ohne Geld-Zurück-Garantie. Wiederhören. Aha. Rechtsanwalt Müller wird Sie wieder anrufen mit Mahngebühren. Ja, Sie sind Betrüger. Arg. Hallo. Ja? Hallo. Hallo. Oh. Oh. Hallo. Hallo. Knusper, Knusper, Knäuschen. Wer knuspert, soll mein Häuschen. Ja, genau. Okay, ich habe keine Zeit. Tschüssi. Und warum rufst du denn an? Häuschen? Ja, hallo, guten Tag. Guten Tag. Knuspigi, knusprig. Ja. Spreche ich? Sie sprechen, ja. Ja? Habe ich gehört, dass Sie sprechen. Ja, gut. Mhm. So. Also haben wir das jetzt geklärt. Du hast dich registriert auf die Werbungsseite. Was? Du hast dich registriert auf die Werbungsseite. Na, also du schon mal gar nicht. Nein. Was denn? Geht das auch irgendwie in, weiß ich nicht, in seriös, oder? Ja. Ja, dann versuchen wir es mal in seriös. Als allererstes, zu seriös gehört Musik aus. Nein, doch. Kann ich nicht machen. Ja, dann nicht seriös. Soll ich gerade, hast du gesagt, das geht auch in seriös, aber dann geht es ja schon mal nicht okay. In seriös. Okay, denken Sie, Sie möchten Sie aktivieren oder nicht? Nur nicht bei so einer Diskothek, ne. Okay, dann. Ja, tschüss, Betrüger. Ja, dann haben Sie kein Interesse, ne? Ja, tschüss, Sie bitte. Tschüss, Arschloch. Mhm. Siehst du schon? Hitler-Sohn. Ja, ja, genau. Hitler-Sohn. Ja, ja, genau. Hitler-Sohn. Wie im dein Kindergarten. Kanal wird blockiert. Dein Kanal wird blockiert. Nee, dein Kanal wird blockiert. Nee. Wenn ich dich Hitler-Sohn nenne, nee. Dein Kanal wird blockiert. Ja, mhm. Ja, ja. Ja, nee, du ja, kannst ja, alles ja. Auf YouTube sagen, was doch, du möchtest. Doch. Dein Kanal wird blockiert. Hitler-Sohn. Da brauchst du ein paar krassere Wörter. Das reicht dafür nicht. Ich verdiene pro Minuten 20 Euro. Ha, 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 ha. Bestimmt. Ja, ja, ja. 40 Euro jetzt. Momentan. Ja. Genau. Tja, also sonst noch was zu sagen oder war es das jetzt schon? Nee, ich bleib auf der Leitung, bis 100 Euro ich erreichen kann. Oh, bestimmt. Nee, wenn jetzt, es 2 Minuten ist, dann habe ich 60 Euro verdient. Ja, ja. Spinn weiter. Weiß dein Chef eigentlich, was du da so treibst? So, noch ein bisschen 60 Euro. Vielleicht sollten wir dem ja sollten wir darüber informieren, dass du deine Zeit da verplemperst. Ja, kannst du auch machen. So, jetzt 60 Euro. Ja, bestimmt. In 4 Minuten dann 80 Euro. Ja. In 5 Minuten dann 100 Euro. Hab jetzt aber keine Zeit für so einen Scheiß. Schönen Tag noch. Das Hörspiel ist nun zu Ende. Vielen lieben Dank, dass du mit dabei warst. Du siehst jetzt hier noch eine Playlist mit vielen weiteren Angeboten auf diesem Kanal. Ich bedanke mich fürs Reinhören. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.